Mehr verdient als Lukas, wollte Jolena Dschungelkrone. Für Jolena Mennen, 30, ist der Traum vom Thron geplatzt. Die YouTuberin hat sich über 2 Wochen lang wacker im Dschungelcamp geschlagen. Doch für den Einzug ins Finale reichte es leider nicht, sie erhielt nicht genügend Anrufe von den Zuschauern und musste gemeinsam mit Cosimo Ciciolo, 41, das Camp verlassen. Und das, obwohl sie gute Gründe gehabt hatte, sich die Krone aufzusetzen, vielleicht sogar mehr als andere? Darüber sprach Jolena nun mit Promiflash. Die gebürtige Bremerin verriet im Promiflash-Interview, was sie motiviert hatte. Für den Titel als Dschungelkönigin zu kämpfen. Mir hätte die Krone mehr bedeutet als ein Ego-Push oder es zu meinem Verwandten recht zu machen oder die Kohle. Erklärte die 30-Jährige und schoss damit vermutlich gegen Lukas Cordalis, 55. Der oft genug betont hat, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis, römisches Kreuz, 75, treten zu wollen. Ich hätte mit der Krone für eine größere Sache einstehen wollen. Ich hätte gerne die Medienpräsenz dafür genutzt. Um auf Themen aufmerksam zu machen, die ich persönlich als wichtig empfinde, teilte die Brünette ihre Beweggründe mit. Auch wenn Jolena traurig ist, sich nicht den Sieg geholt zu haben, sieht sie das Positive an ihrer Teilnahme, sie wolle die dadurch gewonnene mediale Aufmerksamkeit nutzen, um wichtige Themen anzusprechen. Nichtsdestotrotz kann ich das auch als Viertplatzierte auf meinen Portalen tun. Wie ich es die ganzen letzten Jahre ja auch schon gemacht habe, kündigte sie an. Lirik vorbința, jungla ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Daia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...